So, dann du. Ich meine, das hier gesehen zu haben. Und dass das hier die Berge sind, das Zurana Hochland. Und deswegen muss es, wenn das wirklich das Zurana Hochland ist, da sind die Bergchens, muss es hier sein. Bleibt wieder die Frage, wie ich am schnellsten hinkomme. Wahrscheinlich wieder hier. Okay. Wir steigen auf in diesem riesen Wasserfall. Steigen wir auf, wir auf, wir auf. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich bin's. Peter der Meter. Was geht denn hier ab? Hallo? Oh, Link. Du kommst genau richtig. Sieh mal dort. Hallo? Diese Wesen sind auch aufgetaucht, als Prinzessin Mipha sich in Zurana Hochland der Prüfung gestellt hat. Damals hat sich Prinzessin Mipha darum gekümmert. Doch ich frage mich, wer sich dieses Mal um der Prüfung stellt. Wer wohl? Bestimmt du nicht. Hier trifft man auch nur selten einen Hylianer. Oh, du bist es, Link. Danke für deine Hilfe mit Varuta. Aber jetzt sind im Zurana Hochland Wächter mit blauen Augen aufgetaucht. Das letzte Mal, dass das passierte und das nicht, was sich um die Prüfung gestellt hat. Mein Vater sagt zwar, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, Sorgen machen müssen, aber ich halte trotzdem mal die Augen offen. Besser ist das. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nicht das Julia-Schild. Bäm! Bäm! Nenn mich doch einfach Blockkönig. Das waren schon alle. Okay. Sehr gut. Also sagt einem keiner genau, was man tun soll, aber es ist, man kann es sich erschließen. Mal nachschauen. Da hinten, okay. Der Pfeiltyp hier da unten, der kann mich mal. So. Eine Fee. Geil. Nehmen wir mit. Satakada. Okada. Oh Gott. Guck dich hin. Okay. Schon wieder so ein Kugellabyrinth. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Atakada. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Okay. Unterstützende Säulen.
Okay, es ist wieder Wasser, okay. Okay, wir denken das einmal durch. Da hinten ist erstmal eine Truhe. Die wollen wir natürlich haben. Also gucken wir erstmal, ob wir die da runterheben können. Nein. Gut, dann muss ich sie runterstoßen mit der Kugel. Vermutlich. So. Die Kugel... Kann ich das von hier aus machen? Reicht das? Kugel rollt da. Wenn ich also hier mache, dann rollt sie weiter, dann rollt sie hier rein. Dann würde sie aber dort runterfallen. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall erstmal unterstützen. Okay, irgendwie geht das nicht so hoch, wie ich das gerne hätte. So, dann rollt sie da lang. Dann haben wir... Dann fällt sie da unten rein. Ne, dann fällt sie dort rein. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie dort landet. Wollen wir das? Probieren wir es mal. So. Wir gucken mal, was passiert. So. Ah. Das passiert, okay. Den ein bisschen höher. Oh shit. Ah, dammit. Okay. Kann ich sie so überall nicht hinsetzen, ey. Dammit! Puff. Okay, ja gut. Man muss das ja nicht unbedingt so machen. Wieso rollt er da jetzt nicht rüber? Dammit.
So. Bisschen nachhelfen. Geht doch. Ja gut. Da kommen doch jetzt noch weiter Kugeln, oder? Warte mal, mir fällt gerade auf, ich kann ja einfach... die da runterschieben? Warum gehe ich das nicht? Echt jetzt? Genau da drüber? Echt jetzt? So einfach wollen sie es einem dann doch nicht machen, oder was? Frechheit. Ja, ja, Alejandro. Ich hab mir das... ich dachte, man könnte einfach hier so ein bisschen runterschieben. Nein. Einfach hochgehen. Wie lange geht der Stream noch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange der DLC noch geht. So. Irgendwie geht das nicht so hoch, wie ich... so höch, wie ich möchte. Koda, hör auf mich zu zitieren.